Hi Leute. Hallo. Heute Benjamin bei mir. Ich hatte ja schon angekündigt, dass wir nochmal zusammen ein Video machen. Weil ja, jetzt findet ja der Retreat hier auch im Dschungel bei dir statt, ne? Genau, ja. Genau. Und ja, kannst du einfach nochmal erzählen. Ja, ich habe dich ja auch über Empfehlungen gefunden sozusagen. Also ich kannte schon Fruchtlawine, den Shop, nur ich wusste gar nicht, wo der ist, wo die Früchte herkommen. So. Ja. Genau. Ja, ich habe ja auch schon einige Videos von dir gesehen gehabt, ja. Und deswegen kam es gleich bekannt vor. Ich so, okay, von Roletics hier der Tobi, okay. Ja. Und dann wollten wir eigentlich noch skypen, aber hab ich irgendwie zeitlich nicht geschafft. Aber ja, genau. Und dann hat sich das so ergeben und ist jetzt hergekommen. Ja. Cool. Ja. Genau. Ja, und so bin ich dann eben im Dschungel hier gelandet. Und ja, dann haben wir ziemlich spontan, ich weiß gar nicht, so nach ein paar Tagen gleich so, ja. Hatte ich das mit den Retreats erzählt und dann, das hat sich hier halt wirklich angeboten und es ist echt genial hier. Also. Ja, wir hatten das halt schon länger mal so im Hinterkopf, aber irgendwie ja. Immer noch so, ja, vielleicht später und so, und deswegen kam es halt echt super, jetzt genau gelegen, ja. Die Gelegenheit hat, dass wenn du jetzt da bist, dass wir dann auch gleich was machen können. Ja, schon. Eigentlich cool, ja. Erfahrungen sammeln und schauen, was geht. Ja. Ja. Ne, und da haben wir dann jetzt eben spontan gedacht, so hey, Februar, das reicht noch von der Zeit her so, wenn ihr eure Flüge buchen wollt. Und genau, dann haben wir jetzt eben gesagt, ja, 2. bis 9. Februar, Freitag auf Freitag, ne? Genau. Und Donnerstag ist Feiertag, das heißt, ihr könnt Donnerstag anreisen, also genau, wegen Anreise ist es halt, ja, am besten, dass ihr spätestens sozusagen um 10 Uhr abends von Donnerstag, also Donnerstagabend ankommt, ne? Ja, in Colombo am Flughafen, weil dann könnt ihr noch den Nachtbus nehmen von Colombo nach Monaragala, genau. Ja, es gibt halt neuerdings, gibt es halt so zwei Nachtbusse. Der eine fährt halt von Colombo um 3 Uhr nachts los und der braucht halt nur so 5-6 Stunden, ist super bequem, klimatisiert, du kannst den Sitz halt zurückstellen und ist ganz angenehm zu reisen. Ist nur so ein kleiner 30 Sitzer irgendwie. Und es gibt noch einen zweiten, der fährt irgendwie mittags um 12.50 Uhr von Colombo los. Mhm. Das wäre noch eine Option, aber das ist halt ein bisschen, der braucht ein bisschen länger wegen dem Verkehr dann und so weiter und ist halt auch heiß und so. Aber gut, er ist klimatisiert, kein Problem. Ja. Also einer von den beiden würde ich auf jeden Fall empfehlen, aber ansonsten ist es auch so, es fahren halt auch noch stündlich Busse, also eigentlich jede Stunde fährt ein Bus. Ja. Das sind aber dann die ganz normalen Busse. Ja. Die kosten dann zwar nur die Hälfte, also 350 Rupien. Die kosten ja eh, also sind Euro circa so. 5 Euro der Nachtbus. Ja, genau. Ja. Es und die anderen sind ja noch, genau, ja. Und sonst, wie gesagt, wenn ihr halt einen normalen Bus nimmt, also die fahren stündlich, dann am besten mehrere Sitze buchen. Am besten gleich so, wenn ihr zu zweit seid, so eine Dreierreihe oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Sitze, dass ihr halt auf jeden Fall genügend Platz habt, weil die sind halt meistens super überfüllt und ansonsten, ich weiß nicht, laute Musik halt in einem Bus. Ja, das ist ja so echt so ein Ding. Ohr reinpacken oder so, ich weiß nicht. Ja, das ist nicht so geil, wenn man 6 Stunden so in Dauerbeschallung fährt. Und das Gepäck auch lieber auf einem extra Sitz oder sowas, dass ihr das auch seht, wo das ist und so. Und dann habt ihr auch so ein bisschen Privatsphäre, wenn noch ein Sitz mit einem Gepäck dazwischen ist, dann ist es immer angenehmer, weil sonst die stehen auch alle noch so und hängen dann über einem noch drüber. Ja, und genau. So. Und die Busse hier auch, die Türen schließen dann nicht, das ist eher so, der fährt vorbei, meistens hält er gar nicht an, sondern die Leute springen so auf und du haust deinen Koffer irgendwie noch irgendwo hin und dann setzt du dich so. Das ist hier so ein bisschen anders Busfahren, das ist so alles im Fluss. Genau. Also du springst da immer so ab und auf sozusagen. Das ist so organischer Verkehr hier. Genau. Ja, also wenn ihr mit dem Flugzeug dann anreist, Flug nach Colombo, da ist es dann am besten eigentlich, wenn ihr schon mittwochs losfliegt, je nachdem wie lang halt euer Flug ist oder ob es ein Direktflug ist, genau. Aber ja, so, dass... Genau, weil wenn ihr halt so ankommt, also ihr braucht nochmal vom Flughafen nach Colombo, braucht ihr dann, also wenn es jetzt nachts ist oder spät abends, dann braucht ihr nur 1 bis 2 Stunden, also für 2 Stunden einplanen. Ja. Am Flughafen, bis man da raus ist, noch eine Stunde vielleicht, also 3 Stunden. Und dann noch so ein bisschen Pufferzeit. Also ich würde dann sagen, wenn ihr irgendwie um 10 Uhr abends hier in Colombo landet, dann habt ihr noch genügend Zeit, um halt genau den Nachtbus zu bekommen. Das wäre halt so eine Option. Ja. Oder sonst vielleicht, wenn ihr früher ankommt, ein Hotelzimmer nehmen, da ein bisschen schlafen und dann irgendwann so ein Taxi organisieren, dass ihr halt nachts nach Colombo fahrt, zu dem Nachtbus. Ja. Oder ihr fahrt viel früher her und reist noch ein bisschen auf Sri Lanka rum und kommt dann zum paar, Retreat. Bleibt ihr noch ein paar Monate hier. Genau. Ja. Ich habe ja auch 2,5 Monate hier. Ich war erst 2 Wochen rumgereist, so eine kleine Runde. Und dann bin ich hierher in den Dschungel gekommen. Ja, wenn das passt, genau. Das ist gut. Genau. Oder anschließend halt euch da einfach noch Zeit nehmen. Und genau, es besteht ja auch die Möglichkeit, so wenn das Ganze passt, so beim Retreat und so, dass ihr einfach verlängern könnt und hier noch ein bisschen
ja, eine Zeit lang euer Zelt stehen lassen könnt. Und genau, noch, also wenn man sich gut versteht und so weiter und wenn das alles so passt, dann ist das Open End. Also genau. Dann, oh, ich bin dann doch in Sri Lanka geblieben. Ja. Ich wohne jetzt hier so. Genau. Kann vorkommen. Ja. Ja. Nee, das ist eben eine Option. Ja. Ja. Nee, und das Grundstück hier ist echt schön. Wir sitzen nämlich hier auch gerade, ich kann es euch mal zeigen, wieder im Baumhaus. Ja. Also hier so mal einen kleinen Rundumblick. Das war auch das hier ein Mangobaum. Und auch alles Mangoholz, ne? Ja, das meiste, genau. Genau. Ja. Also das ist echt cool, richtig schön hier, wenn man dann wahrscheinlich auch während dem Retreat, ne, ab und an sitzen in der Gruppe hier im Baumhaus und dann einfach genau sprechen. Genau. Und ja, wie viele Leute sind wir dann? Das ist, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, stabil genug hier. Ja, ja. Das ist echt massiv gebaut. Also das ist gar nichts am Wackeln eigentlich, ey. Das ist richtig. Ja, ich glaube 15 Leute. Nicht schlecht. Ja. 15, 20. Genau. Ja, so wollte man es eben machen. Minimum ist 5 Teilnehmer, Maximum 15. Also genau, Plätze sind begrenzt so. Ja, weil es sonst zu viel wird einfach. Ich würde ja nicht mehr ins Baumhaus passen. Genau. Ja. Und ja, mit Verpflegung ist es nämlich auch so. Also kannst du auch mal erzählen, ich habe ja auch schon mitbekommen, hier so der nächste Ort, das sind 12 Kilometer, ja, so Monragala. Genau. Monragala, genau. Genau. Da gibt es einen Markt. Und da kann man dann Früchte, einheimische Tropenfrüchte kaufen, so für ja, 50 Cent bis 1,50, 2 ja. Euro, ne? Ja. 1,50, also genau. Kommt drauf an. Ist immer unterschiedlich so. Ja, was in Saison ist und was gerade da ist. Genau. Genau. Wir haben halt immer Sonntag ist immer der größte Markt, aber sonst Samstag ist auch ein ziemlich großer Markt und ansonsten immer jeden Tag so ein bisschen halt überall. Ja. Genau. Ja, und wir haben auch bei den letzten Retreats eben gemacht, dass wir einfach mit Selbstversorgung eben gemacht haben. Und gerade hier mit den Früchten, das bietet sich halt an. Und dann kann jeder einfach, weil eh jeder an einem anderen Punkt ist, was die Ernährung anbelangt. Und dann kann jeder schauen, wie er einfach die Entlastungs- und Aufbautage wieder gestaltet. Dass er da dann einfach langsam mit Monofrüchten sozusagen anfängt und dann vielleicht übergeht. Am letzten Tag wollten wir und am ersten Tag gemeinsam was zubereiten, irgendwie einen Salat so mit den Wildkräutern hier sozusagen. Ja, wir haben einiges im Garten, genau, einiges an Grünzeugs und auch Wurzeln und sowas, wo man Salat machen kann. Genau. Ja. Und genau, Benjamin wollte ich auch mal dann hier auf dem Grundstück so ein, zwei Mal rumführen und da, es gibt echt so viel. Also du hast mich ja schon rumgeführt und das war echt. Ja, wir haben noch nicht alles gesehen. Ja. Wir können ja morgen noch mal ein bisschen weiter die andere Seite und so, genau. Ja, und es ist ja so, also es wächst hier so viel, also Standardsachen halt wie Bananen, klar, Kokosnüsse. Und dann hattest du mir auch Vanille gezeigt und alles Mögliche, also Pfeffer. Ja gut, also die Kokosnüsse, die wir gepflanzt haben, die fangen jetzt gerade an, das erste Mal, dass wir Ernte haben. Ja. Also jetzt so im nächsten... Ja, du hattest gemeint vor so 8-9 Jahren oder so hast du die gepflanzt, ne? Ja, jetzt haben sie das erste Mal... Genau, also einige von denen, ja genau. Genau, und wir wollten gerade, oder Benjamin hat angefangen, hatte 65 oder was? Ja, wir wollen noch weitere Pflanzen, genau. Genau. Das ist auch noch mal gucken, wie wir das machen. Ja. Immer so hier und da welche Pflanzen noch. Genau. Zwischendurch, ja. Ja, und es ist auch möglich, dass ihr dann auch, wenn ihr wollt, direkt von der Fruchtlawine noch Früchte bekommt, wenn halt was, du fährst einmal nach Colombo, ne, weil du eine Lieferung dann wegbringst. Ja, genau, das kann sein, dass es so passt. Also wenn dann eine Lieferung stattfindet, genau, wenn das dann passt, dann könnte ich auch irgendwie mehr bestellen, falls irgendjemand jetzt Bock hat, irgendwie bestimmte Sachen, Papayas, Ananas oder sowas. Ne? Ja, die sind ein bisschen teurer einfach vom Kilopreis her, so um die 2 Euro, ne? Ja, also Rupien, 250 bis 300 Rupien oder... Also je nachdem, Bananen, 100 Rupien. Ja, also das heißt den Euro, ja genau, also ja von Europa, 80 Cent, 70 Cent bis 2 Euro oder so. Kommt drauf an. Und die Sache, ansonsten Bananen, wir haben auf jeden Fall im Garten, haben wir halt diese Zuckerbanane, ne? Also die Apfelbananen. Ja. Davon, die ernten wir halt die ganze Zeit und dann haben wir auf jeden Fall davon, glaube ich, genügend so. Die kann jeder so all you can eat. Ja, cool. Von denen, also die sind mit inklusive auf jeden Fall. Genau. Genau. Ja, und das sonst, ist doch cool. Und gut, wir haben auch gutes Quellwasser hier, also eigener Brunnen, den haben wir gerade jetzt in diesem Jahr fertiggestellt. Ja. Und dann filtern wir das auch mit so einem Sojafilter auch. Mhm. Genau. Und das ist cool, ja. Ja, genau. Und die Früchte eben von der Fruchtlawine, die sind halt einfach teurer, weil die normalerweise ist hier nämlich so die Einheimischen, ne? Die ernten relativ unreif teilweise. Das ist das Hauptproblem, teilweise zahlen wir halt mehr, damit die Bauern die Früchte halt länger im Baum lassen. Ne? Also das ist halt echt so ein bisschen... Genau, das ist wirklich abgefahren hier und dann auch irgendwas, wo unbehandelt ist zu finden. Ja. Genau, also wenn ihr wirklich baumreife Sachen haben wollt,
Das ist auf den Märkten halt immer so ein bisschen, okay, da muss man ja so ein bisschen ein Fingerspitzengefühl haben. Ja. Erfahrung so ein bisschen, am besten immer gleich probieren so. Genau, ja. Bis man ungefähr weiß. Ja. Also die reifen schon die meisten Sachen ganz gut nach, aber es ist halt, ja, einfach, ja, baumreif geerntet ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. So, wenn die wirklich so, wenn die Vögel die so schon anpicken und du nimmst sie dann runter und dann, das ist eigentlich das Allerbeste so. Ja, genau. Aber das, ja, das ist wirklich schwierig so, auch mit dem Versand, ne. Das irgendwie da mit den Bauern ist schon schwierig, weil die wollen die immer vorher und dann auf einmal und dann ist Unreifes dabei. Das ist wirklich tricky. So hätte ich nie gedacht, so, aber was mir Benjamin da für Geschichten erzählt hat. Ja, eigentlich wollte ich ja nur ein paar Früchte verschicken und so, aber jetzt habe ich irgendwie ganz andere Probleme noch als. Ja, da können wir auch nochmal extra Video oder so machen, so, wo du einfach mal erzählen kannst. So, was, wenn es euch interessiert, dann schreibt einfach mal drunter. Kann Benjamin auch mal erzählen, wie er hier überhaupt gelandet ist und alles. Ja, gut, wenn ihr Fragen habt, genau. Beantworte ich gerne. Ja. Genau. Ja. Und ansonsten, was man zum Retreat, was das noch angeht, also wir hatten jetzt Anreise, dann ja die Früchte. Und ja, wenn ihr hier seid, so Unterbringung ist dann so. Wir hoffen, bis dahin sind die Toilettenhäuser fertig. Ja, genau. Das wir ist haben so hier das noch einzige. Ein bisschen Baustelle, ein paar Sachen, die sind noch dabei. So, ne? Genau. Ja, aber ich glaube, im nächsten Monat haben wir noch Zeit. Genau. Also das Toilettenhaus steht schon. Es sind sechs Toiletten praktisch. Ja. Und dahinter ist dann Fläche zum Zelten. Genau. Oder es besteht halt auch die Möglichkeit, sich einfach ein Moskitonetz aufzuhängen. Könnte man im Prinzip auch draußen. Ja, wenn das Wetter gut ist, genau. Ja, und genau. Ansonsten, ja, genau. Und ja, auch das Wetter, ne? Ja. Kannst du auch mal erzählen. Februar ist eigentlich noch, also ich finde jetzt schon, ist es eigentlich warm. Und ich penne eh immer draußen so und habe einfach nur ein Moskitonetz. Hier, das Baumhaus ist ja auch einfach offen, seht ihr ja. Und dann hast du einfach ein Moskitonetz und es pennt ja jeder immer hier sozusagen draußen. Hier ist ja nichts. Auch die Hütten sind jetzt nicht irgendwie. Ja, genau. Also sonst schlafen wir auch bei uns da im offenen Bereich. Ist ja auch offen alles, genau. Genau. Oder oben beim Büro kann man auch eventuell, da ist auch noch ein Dach, wo die Solaranlage oben drauf ist. Genau. Da kann man auch noch schlafen. Und es ist ja Februar sogar noch wärmer, hast du gemeint, ne? Ja, von der Temperatur ist es kein Problem. Ja. Mit dem Regen, gut, da muss man halt mal gucken, wie es halt ist, ne? Wie nass es ist, Luftfeuchtigkeit und sowas. Ja. Das kann man halt schlecht sagen. Normalerweise ist halt im November, Dezember ist hier die heftige Regenzeit. Ja. Und diesmal war es ja nicht so. Also das verschiebt sich alles irgendwie ein bisschen. Ja, und hier ist ja auch, hier ist ja eigentlich immer Wasser im Fluss, also ihr seht es ja auch hier unten und im Februar ist eigentlich auch Wasser, oder? Ja, ja, eigentlich ist das ganze Jahr über Wasser hier, nur normalerweise, also in den letzten 10 Jahren war es halt so, dass dann 2 Wochen im Jahr ist der halt trocken, der Fluss. Ja. Aber jetzt in den letzten 2 Jahren, da war es doch schon so 2-3 Monate halt trocken. Ja. Halt immer, es war jetzt halt bis Ende Oktober oder sowas. Ja. Und jetzt kam halt endlich der Regen irgendwie, ein bisschen verspätet, aber okay. Ja. Weil das ist ja auch immer cool, hier mit den kleinen Wasserfällen und ja, so weiter. Schon. Also das ist Fluss echt halt genial. Wasser hat, ist schon cool, ja. Also schaut euch nochmal einen Trailer an, so da sieht man auch den Wasserfall und alles. Ja, ja, also das ist jetzt auf jeden Fall cool. Aber im Februar kann man auch hier baden im Fluss an einigen Stellen, glaube ich. Ja, kein Problem. Ja, das ist echt genial. Und ja, wir machen jetzt auch noch gerade ein bisschen so ein paar Wege irgendwie, die halt so ein bisschen irgendwie mal wieder so in Stand gehalten werden müssen, genau. Ja, und das sind richtig coole Stellen, so am Fluss entlang, so kleine Wasserfälle immer wieder zwischendrin und kleine so Pools, immer so kleinere Becken und wow, da kann man echt coole Sachen machen. Und da wollten wir noch ein paar Brücken anlegen, ja, nachher, ich zwei, drei, ja. Mal schauen, wie viel dann fertig wird bis dahin, aber ja, das Grundgerüst steht eh schon, genau. Ja. Kann man auch spazieren gehen hier und so. Ja. Ansonsten kann man auch im Dorf, da ist halt so ein Berg hier, da kannst du auch hochklettern. Ja. Aber gut, es kommt drauf an, also wie wir drauf sind. Ich glaube dann. Ja, beim Fasten sowieso. Vielleicht auch eher ein bisschen chillen. Genau, kann man schöne, gemütliche, kurze Wege so. Und ja. Hier nebendran sind auch noch Reisplantagen, finde ich, schauen auch echt genial aus. Mhm. Da kann man noch rumlaufen. Ja. Genau. Und sonst. Was gibt es sonst noch, was interessant wäre? Genau, wenn ihr kommt, dass ihr einfach schaut, dass ihr irgendwie lockere Bekleidung, am besten irgendwie irgendwas aus Baumwolle, ganz leicht, für abends vielleicht mal so ein leichtes Hemd oder so. Ja. Aber ansonsten, ich laufe hier immer barfuß mit kurzer Hose und abends ziehe ich mir ein T-Shirt an. So. Das war's. Ja, oder dann mal ein Hemd abends, genau. Ja. Und zum Pennen, genau, dann einfach eine Decke. Ja.
Ich meine, wenn man das gewöhnt ist, du läufst, glaube ich, öfter auch barfuß, ne? Ja. Weil hier sind schon so ziemlich manchmal so kleine Dornen und sowas auf dem Weg auch und so. Ne? Ja. Haben wir noch nicht so ganz. Nee, ich meinte jetzt barfuß nur wegen der Temperatur so. Ach so, also ja, das ist kein Ding. Also ihr braucht jetzt nicht irgendwie hier Schuhe oder sowas. Ja. Oder lange Hosen. Na gut, lange Sachen sind schon ganz gut, aber die sollten halt so nicht so warm sein. Also leichte. Ja, mit Kleine. Moskitos ist hier auch relativ wenig. Also ansonsten alles so. Auch jetzt, wo ich auf Sri Lanka unterwegs war, da war eigentlich überall mehr Moskitos als hier im Dschungel bei dir. Ja. Das ist echt witzig. Ja, aber trotzdem kommen halt in der Dämmerung, ne, frühs und abends die Moskitos immer, ja. Und oftmals sind sie dann halt irgendwie so im Schatten und so. Ja. Genau. Hier oben im Baumhaus jetzt gar nicht, ne? Weil, ja, weil es so hoch ist. Hier oben kommen die, glaube ich, gar nicht hin. Hier hatte ich echt eigentlich gar nichts fast. Und es kommt auch immer auf die Leute drauf an. Bei manchen, je nachdem irgendwie in was für einer Phase oder wer da kommt, manchmal. Ich hatte auch mal so eine Phase vor 2-3 Jahren in Thailand und da sind die ständig auf mich gegangen. So. Ja, ich habe das Gefühl, dass sie sich immer nur so einen raussuchen, wo das Blut gerade so am besten ist. Ja, genau. Also am besten für sie halt. Ne? Ja. Genau. Und alle anderen haben halt Glück gehabt. Ne? Ja. Genau. Ja. Ja, und ansonsten ist es hier eben so, wenn ihr zum Retreat kommt, ja, ihr könnt hier im Prinzip euer Zelt fast überall hinstellen, so können wir dann einfach schauen. Da gibt es echt genügend Stellen. Das Grundstück ist ja so riesig. Also wenn wir dann die Wege, wenn die dann angelegt sind, hast du gemeint, da kannst du ein, zwei Stündchen durchs Grundstück schon laufen, ne? Wenn du irgendwie die ganzen Dschungelwege rumläufst. Genau. Ja. Also man kann halt, wir haben einige Flächen, die sind schon gelevelt, also so geebnet, dass man da die Zelte aufstellen kann. Ansonsten kann man aber auch, wenn man ein bisschen weiter abseits, ein bisschen Privatsphäre haben will oder sowas, kann man halt sich jetzt aussuchen, kurz absprechen so. Und dann kann man das ja gemeinsam machen oder sowas und da halt einen kleinen Platz machen fürs Zelt. Genau. Aber dann muss man halt sehen, weil das mit den Toiletten halt, dann muss man da halt vielleicht eventuell länger laufen, wenn man aufs Klo will. Ansonsten kann man ja auch hier in die Büsche. Ja, genau. Das ist auch kein Problem. Ja. Das sind ja irgendwie 7 Hektar hier insgesamt. Ja. Also eigentlich kann man hier schon irgendwie relaxen und zur Ruhe kommen. Ja. Ja, und dann wäre es eben gut, wenn ihr halt ja, wie gesagt, leichte Klamotten, auch mal lange für abends und wegen Moskitos halt eventuell auch. Ja. Genau. Moskitos könnt ihr bedenken, so wer da empfindlich ist, ja, sich vielleicht irgendwas mitnehmen, was die ein bisschen abhält, ne? Ja. Und genau, Moskitonetze werden wir hier noch. Ja, wir können hier welche besorgen. Genau, besorgen. Wenn nicht jeder welche, also ich glaube nicht, dass jeder welche. Aber wenn ihr Zelt eh mitbringt, das ist eben der Punkt, also. Bringt euer Zelt mit und dann eine Yogamatte, so eine ganz dünne, die kann man ja schön zusammenrollen. Und ja, dann irgendwie eine dünne Decke oder einen Schlafsack und dann, also frieren tut man mit dem Schlafsack hier auf keinen Fall. So. Nee, also es ist eigentlich nur morgens um 4, da wird es 3, 4 so, da ist es dann immer ein bisschen kühl manchmal. Ja. Weil normalerweise schlafe ich auch nackt und dann um 4, dann nehme ich halt eine kleine dünne Decke oder sowas vielleicht. Ja. Genau, also so ist es meistens. Ach, schläfst du nackt und ohne Decke, oder? Ja, und meine Frau hier, Amisha, die ist immer am Frieren die ganze Zeit voll eingepackt in eigentlich Klamotten. Ja. Nee, ich schlafe immer nackt, aber habe dann einfach so eine dünne Bettlaken praktisch Decke. Ja, genau. Genau. Und wenn es mir so zwischen 3 und 5 zu kalt wird, dann nehme ich mir vielleicht nochmal eine dickere Decke. So. Ja, genau. Ja, und das war's so. Ja. Also eigentlich okay so. Und manchmal morgens, hast du gehört, um 5 Uhr oder sowas hier, manchmal der Tempel, das hört man manchmal, wenn der Wind halt so kommt vom Berg. Ja. Es gibt halt jetzt in den letzten 10 Jahren, gab es hier halt noch ein paar mehr Tempel, die gebaut wurden. Da hört man manchmal halt so ein bisschen, die Mönche da irgendwie. Ja, genau. Aber an sich ist es wirklich, wenn man es mal mit Deutschland und Städten vergleicht, so ruhig hier. Genau. Ich meine, gut, manchmal die Geräuschkulisse ist halt schon krass, aber es sind alles nur Tiere, Grillen. Also ihr hört es ja, das ist halt einfach Natur, ne? Ja, genau. Das ist halt Dschungel, ne? Also das ist auch so, ne? Wenn ihr zu einem Retreat kommt, ist es halt, es ist Dschungel. Ihr solltet schon Naturliebhaber sein. Ja, also wir hatten halt auch schon Leute so, hier kann man ja gar nicht schlafen, so ist voll laut hier. Hier gibt es ja Tiere im Dschungel und so. Ja, das ist so. Ja, und Zelten, ne? Also ihr solltet schon mal vorher gezeltet haben vielleicht. Wäre ganz sinnvoll. Ja. Genau. Ist jetzt halt nicht der 5-Sterne-Hotelurlaub, sondern einfach Natur, ne? Wie die Natur halt ist, ne? Natur kann auch manchmal ein bisschen ehrlicher sein, so. Genau, also ist halt nicht Ponyhof. Genau. Oder wie sagt man so schön? Ja. Ja. Und ansonsten, was gibt's noch Wichtiges? Was wurde noch gefragt? Auch einer hatte mir geschrieben, auch
ganz netter, hoffentlich ist der beim Retreat dabei, war echt nett, mit dem hatte ich auch mal ein Coaching und der hatte nur gefragt, wenn seine Familie danach nachkommt, ob man dann hier auch gut Familienurlaub machen kann, aber ich habe dann geschrieben, ja, hier bei Benjamin im Dschungel, das ist für Kinder eher nicht so toll, weil halt, ja, hier sind alle möglichen Tiere, Wildschweine laufen hier auf dem Grundstück rum und Pfauen und ja, was weiß ich. Alles, ja, es ist nur nicht so kinderfreundlich, weil wir sind auch noch voll im Aufbau. Also vielleicht irgendwann später mal, ist eine andere Sache, aber jetzt im Moment ist es, glaube ich. Genau, aber es bietet sich einfach da an, ihr könnt länger auf Sri Lanka, kann man so gut Familienurlaub machen und danach irgendwie einfach mit der Family irgendwo an Strand, ans Meer, ist echt wunderschön. Ich bin hier vorher auch am Meer rumgereist und da gibt es echt wirklich schöne Orte, so, wo ihr auch mit Kindern dann danach gute Zeit verbringen könnt. Genau. Und an sich auch Sri Lanka kann ich total empfehlen. Wenn ihr irgendwie zum Retreat kommt, schaut euch danach oder davor unbedingt mal das Land an. Es ist wirklich, vor allem ist es so abwechslungsreich. Also du hast wirklich so die Hochebenen, so das Gebirge, wo es kühler wird, wo du alle möglichen Teeplantagen und was weiß ich hast und gepilgert. Ich bin auf dem Adams Peak hochgepilgert, das war auch abgefahrene Erfahrung. Hast du auch die Glocke einmal geläutet? Ja, genau. Ja. Ich bin um 2, 3 Uhr nachts sind wir irgendwann losgelaufen und dann läufst du halt hoch, dann bist du im Morgengrauen irgendwann um 6 Uhr da und dann geht's wieder runter und ja, und dann am Meer ist halt auch echt genial und der Dschungel hier und auch die. Es gibt so viele verschiedene Strände, so Alutgama, wo ich war, da ist so eher so langgezogener Strand, nicht so buchtenmäßig und du kannst auch teilweise richtig gut surfen, Surfergebiete, ne? Und ja, dann gibt es halt auch Flüsse, Naturschutzgebiete und alles Mögliche. Ja, und Wasserfälle gibt es ganz viele. Ja, genau. Auf jeden Fall so für jeden Geschmack was dabei. Ja. Also es gibt halt viele touristische Gegenden, so, ne? Die halt schon ziemlich überlaufen sind teilweise. Ja. Aber es gibt auch wirklich noch so unberührte Natur. Ja. Ja. Also man findet eigentlich immer das, was man gut findet, glaube ich. Ja. Ja, das ist echt schön. Also ich finde es auch, ich war ja die letzten Jahre so immer in Thailand und ich muss sagen, Thailand ist wirklich im Vergleich so, der Dschungel ist eigentlich so ein, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber das ist wirklich so ziemlich mild alles, nicht so viel Vielfalt und so. Ja. Und ich war auch schon mal in Costa Rica und ich muss sagen, Sri Lanka erinnert mich eher so an Costa Rica, was so diese Vielfalt angeht. So in Costa Rica hast du auch so die Pazifikküste, wo dann eher so kiesige Strände sind. Dann hast du Karibikseite, wo so feine Sandstrände sind halt. Und dann hast du auch in der Mitte so das Gebirge und die Hochebenen. Und hier ist es halt auch so, du hast in der Mitte von der Insel auf Sri Lanka einfach schön diese Hochebenen, du hast da Teeplantagen und ein ganz anderes Klima, auch Wasserfälle. Wir waren in den Horton Plains, das ist ganz oben so eine Hochebene und da ist halt auch so morgens, ey, bis um 9 Uhr war es so kalt da. Ja, weißt du, und dann war auch kaum Sonne irgendwie, weil es da auch bewölkt war gerade in der Zeit und dann da laufen irgendwie so Hirsche rum und du kannst da einfach so aus dem Bach trinken, weil das echt ganz oben ist halt. Ne? Ja klar, da kommt es noch frisch vom Himmel so, das ist echt. Also das ist schon super abwechslungsreich. Genau. Und sonst ganz oben im Norden, da ist es halt eher so ein bisschen so, ja, eher trocken halt. Ja, ist so fast Savanne in Afrika mäßig, ne? Ja, und dann da war ich auf so einer Insel und da sind irgendwie wilde Pferde, die da rumlaufen und hauptsächlich Tamilen, es gibt da Tamilen, Singalesen und so und so weiter. Ist sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Ja. Das ist echt genial. Also eigentlich 2 Wochen. Ja. Man halt, die meisten Leute machen ja so 2 Wochen Urlaub ins Jahr. Also schon, hier kannst du mal schön 2-3 Monate, wie ich sage. Kein Problem. Nee, das ist echt. Ja. Und ja, ich finde die Artenvielfalt halt. Du hast so viel mehr verschiedene Pflanzen, du hast so viel bunte Sachen, du hast so viel Tiere verschiedene. Also du siehst hier auch im Grundstück laufen ja überall Pfauen rum und Affen siehst du sowieso überall immer wieder und auch Elefanten einfach so auf der Straße und so teilweise. Genau. Ja, auch gerade so in der Trockenzeit. Also dann haben wir halt sehr, sehr viele Tiere hier, weil eigentlich unser Grundstück ist so das einzige, der letzte Wald hier so in der Gegend quasi. Ja. Auch hast du ja die Fotos gesehen von oben, ne? Also alles ziemlich grün und da können wir echt noch mal extra ein Video machen, weil hier einfach so von der Situation auf Sri Lanka, das ist ja wirklich auch so, was die Leute machen, hier so Flüsse wie hier unten, wo ich euch gezeigt hatte, das ist halt wirklich noch, die holzen alles außenrum ab, das Sandbett, ne, hast du erzählt, benutzen sie halt für Beton, ne? Ja, nimm halt den Sand raus und dann am besten noch Steine rauskloppt, genau, und auch zum Beispiel bei den Bäumen, also die kennen halt nur so 2 Arten von Bäumen, halt Bäume, die halt die kannst du halt wegschneiden, weil die sind halt, haben kein gutes Holz. Ja. Und die kannst du alle Bäume, die kannst du halt wegschneiden, weil die haben gutes Holz. Ja. Das war's halt. Es gibt nur so 2 Kategorien und eigentlich dann holzen halt alles ab. Ne? Ja.
Ja, das ist halt, genau, ja, da können wir echt nochmal extra, das ist glaube ich so ein Thema für sich, da ist so viel zu erzählen, genau. Oder auch, was interessant ist so für Leute, die vielleicht irgendwie vorhaben, irgendwo auszuwandern, kann Benjamin auch nochmal was zu erzählen. Das ist auch nochmal ein Thema, ja. Genau, aber das ist hier eigentlich nicht so, also hier kriegst du als Ausländer eigentlich kein Grundstück auf Sri Lanka. Das ist, hier kriegen nur einheimische Grundstücke, genau. Ja, aber ansonsten, ich weiß gar nicht, was noch zum Retreat. Also wie gesagt, jetzt hat man Unterkunft hier sozusagen, Zelte und Anreise, Früchte, was es hier gibt. Was kann man noch erzählen? Was gibt es noch Wichtiges? Genau, Klamotten, ja, Sonnenschutz halt allgemein. Ja, Sonnenschutz, also gut, entweder halt nicht so lange in die Sonne gehen. Ne? Genau, das ist halt oder das Beste. Einen Hut aufhaben oder sowas. Genau. Ne? Also Sonnencreme finde ich nicht so geil persönlich, deswegen halt auch nicht, ja, einfach wenn es zu heiß wird, nehmt euch ein langarmliches T-Shirt, nicht irgendwie ein Tanktop oder so, weil die Sonne scheint hauptsächlich, wenn man irgendwo rumläuft und so auf die Schultern halt und dann kriegt man als erstes auf den Schultern Sonnenbrand, genau, oder irgendwie einen Hut dann mitnehmen, genau. Das halte ich so eigentlich für den besten Sonnenschutz, ne? Und wenn man merkt, es wird zu viel, dann halt nicht mehr so viel in die pralle Sonne gehen. Ah ja, und wir haben hier super viele Hängematten. Hier Johannes, der hat ja aus Vietnam so ganz viele mitgebracht. Genau, ne? Das ist auch cool. Also ihr könnt auf jeden Fall euch eine Hängematte greifen. Und genau, also wenn ihr nicht im Zelt pennen wollt, dann könnt ihr auch einfach Hängematte, müsst da nichts mitschleppen. Genau. Okay, die Hängematte, okay, aber dann müssen wir gucken, wo man die aufhängen kann, dass man da schlafen kann. Ja, aber die kann man ja überall irgendwo zwischen... Himmel, okay, aber unter dem Dach ist halt eine andere Sache, ne? Ja, stimmt. Ja, da haben wir überlegt, also weil beim Office, da kannst du nicht aufhängen, weil das Dach nicht stabil genug ist. Ja, und an den Pfosten links und rechts. Ja, und so. Ne? Hier im Baumhaus könnte man... Ja gut, da improvisieren wir einfach. Ich meine, Sri Lankis, die sind sowieso immer am... Ja, da kriegt man vorher noch was. Und da klären wir mit den Leuten ab, wo kommen. Wenn du sagst, irgendwie, das ist für mich was und du kommst, dann schreib einfach in die E-Mail vorher, hey, wie du hier übernachten möchtest. Und dann kann man sagen, hey, wenn du Hängematte-Penner bist so und da drin gerne schläfst, dann kann man da was organisieren. Genau. Ja, ich dachte auch so zum Chillen einfach, wenn du irgendwo am Tag hier irgendwo kannst, wir haben ja genügend Bäume hier. Genau, kannst also. Irgendwo ein Plätzchen suchen, da Hängematte aufhängen, vielleicht ein Buch lesen oder sowas. Ja. Das ist ja immer mal ganz nett. Genau. Ja, aber ansonsten, ne? Eigentlich war es so ziemlich zum Retreat. Also, wenn ihr ansonsten noch Fragen übrig habt, ne, könnt ihr einfach unter das Video posten, dann kann Benjamin oder ich das euch beantworten. Ja, genau. Genau. Ja, und sonst, wenn ihr irgendwie anders schon eine Freude machen wollt oder so, bringt einfach einen grünen Apfel mit aus Deutschland. Zum Beispiel so, ne? Das findet ihr immer gut, ey. Genau. Ja, cool. Ja. Ja, cool. Grüne Äpfel, magst du immer? Nee, irgendein Apfel. Also ach so, ich hab nicht grün verstanden. Irgendeinen coolen Apfel. Ah, okay. Genau. Ja. Weil hier, also die Äpfel, die es hier gibt, so aus China irgendwie importiert, die kannst du halt, also vergiss es, kannst du nicht essen. Ja, das ist auch, ja, seitdem ich immer im Winter im Warmen bin, so ich freue mich so auf Äpfel wieder. Und dann weiß man einfach überall, was wo wächst, voll zu schätzen. So. Ich weiß das so zu schätzen, wenn ich hier bin, die Papayas und alles, ja. Oder Kakis, oh, hab ich lange nicht mehr gegessen. Ja. Ja. Die ist nur in Deutschland. Ja. Genau. Ja. Dann war es das eigentlich, ne? Und dann machen wir vielleicht nochmal ein Video. Genau, ich glaube, wir haben da noch ein paar Sachen. Genau. Oder dass wir auch mal hier auf dem Grundstück noch ein paar Sachen eventuell zeigen. Einfach, was hier alles an... Mache ich vielleicht mal so ein paar kleine Clips auch, die ich auch auf Facebook posten werde wahrscheinlich. Dann kann man immer mal wieder so... Das finde ich immer ganz nett, so einfach so einen Baum kurz hier, ey, Kokosnuss, wie sie wächst und ausschaut. Hier Vanille, hier Pfeffer, hier... was es alles gibt. Die auf Aloe Vera und so. Und, oder diese Pflanze da mit der Wurzel, die ist auch cool. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie der englische Name ist, der deutsche Name. Das ist so, genau. Ja. Die so im Teich da wächst. Wo viel Wasser ist, wachsen die halt. Und die sind super stachelig. Und dann kannst du die halt irgendwie so abschälen und kannst einen Salat mitmachen. Also genau. Cool. Und das bürstet halt den Darm richtig gut durch. Ja, das hat so richtig Fasern. Das nehmen auch die Einheimischen hier, um den Darm praktisch zu reinigen. Das können wir dann auch während dem Retreat mal nach dem Fasten so, um den Darm dann... Ja, und auch, wir haben ja auch diese Sitztoiletten. Die sind ja auch ideal, weil dann der Darm komplett entleert wird. Ja, genau. Genau, und dann kann man auch immer die meistens mit Wasser dann irgendwie gleich... Also in Sri Lanka machen die es halt immer so Sitztoilette und dann mit Wasser sauber machen. Danach. Ja. Genau. Ja. Na gut. Das war's dann, ne? Okay. Ja. Also wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, könnt ihr gerne irgendwie posten und dann... Ja. Genau. Ansonsten freuen wir uns, ne? Genau. Und sind mal gespannt, so was da für eine Gruppe zusammenkommt. Ja, das wird bestimmt cool. Ja, ich glaube auch. Genau.
Ja, ansonsten macht's gut und genau. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.